Ende August wurde die Action-Simulation Starway Fleet auf Steam veröffentlicht. Das hat kaum jemand mitbekommen, was man auch daran sieht, dass es 3 Wochen später gerade mal 18 User-Reviews zu diesem Spiel gibt. Ich habe es mir damals gleich gekauft, mehr oder weniger blind, aber es kostet ja auch nur 10 Euro und ich bin eben ein großer Fan von klassischen Weltraum-Action-Spielen wie Wing Commander oder Free Space. Also Spiele, die ihren Fokus auf spannende Skriptmissionen mit vielen Funksprüchen und einer dichten Atmosphäre legen. Und genau da passt Starway Fleet mit seinen bislang 10 Story-Missionen rein. Die kann man übrigens auch im Koop spielen. Es gibt zwar noch einen Skirmish-Modus und sogar einen Multiplayer, aber letzteren kann man vergessen, weil es einfach nie Spieler gibt. So ist das eben oft bei kleinen Projekten einer anderen Actionflugsimulation, dem Hubschrauberspiel Heliborn, geht's da ähnlich. Aber zurück zu Starway Fleet und dessen Missionen, die das alte 90er Jahre Weltraum-Action-Feeling wunderbar einfangen und mich ständig zwischen Großkampfschiffen rumdüsen lassen. Deren Subsysteme kann und muss ich natürlich auch immer wieder ins Visier nehmen. Was man hier für 10 Euro geboten bekommt, ist für Genre-Fans wie mich wirklich cool, aber auch traurig. Denn Starway Fleet zeigt, wie sehr solche Spiele heute fehlen. Und wenn jetzt jemand Star Citizen ruft, rufe ich zurück: Zeigt mir bitte erst eine gute Singleplayer-Mission aus der Story-Kampagne Squadron 42, dann reden wir weiter. Bislang ist das eine Tech-Demo, wenn auch eine beachtliche. Aber auch Starway Fleet hat viele Schwächen, besonders im Detail. Beispielsweise bei der Steuerung, der Zielaufschaltung und bei den späteren Missionen, die einfach ein bisschen lieblos wirken. Wo man das kleine Entwicklungsbudget besonders schmerzhaft spürt, ist die Präsentation zwischen den Einsätzen, die eigentlich komplett fehlt. Da fehlen einfach die Mittel für ein packendes Drumherum. Nichtsdestotrotz, wer Weltraum-Action sucht und statt Wirtschaftssimulationen wie in der X-Serie oder Open-Space-Multiplayer wie bei Elite Dangerous lieber handgebaute Missionen erleben will, sollte mal einen Blick auf Starway Fleet werfen. Vor 20 Jahren wäre dieses Spiel nur eines von vielen gewesen, heute hat es kuriosen Seltenheitswert. Und dabei wird es wohl auch bleiben, denn obwohl Starway Fleet, wie schon gesagt, nur 10 Euro kostet, hat es bislang laut Steam Spy nur zwischen 700 und 1300 Käufer gefunden. Das sind wahrscheinlich viel zu wenige, um eine Fortsetzung zu finanzieren. Dabei könnte die richtig gut werden, denn die Grundlagen sind jetzt da und auf denen könnte man perfekt aufbauen. Aber so weit wird es wahrscheinlich nie kommen. Ich werde den Entwickler Starcube Games aber trotzdem im Auge behalten, denn die haben auch schon die Command & Conquer Hommage Reconquest gemacht. Die hat zwar zugegebenermaßen viele Patches gebraucht, um halbwegs ans Ziel zu kommen, aber das Team scheint dem Spirit der 90er Jahre Klassiker verbunden zu sein und da geht mir altem Sack einfach das Herz auf. Wait for a positive lock, then blast him to hell.